Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu Generation Zero mit Voucher und mit unserem Alderle. Ihr seht schon, ich bin fast da. Ich will heute zum Bunker minken. Es ist gerade Nacht und ich dachte mir, wir probieren es einfach mal. Es kam jetzt zwar kein Hotfix, aber wir müssen ja irgendwann die Bunker-Mission noch abschließen. Mittlerweile haben wir schon wieder drei Bunker hier, ne? Bunker minken also. Wegpunkt ist gesetzt. Vor uns ist auch irgendwo, ich glaube, ein Tank müsste das sein. Lass mal kurz hinlinsen. Auf jeden Fall was Großes. Da probieren wir uns jetzt drum rumzuschleichen und dann gehen wir mal in den Bunker. Ich mache auch schon mal unser Nachtlicht an. Hier funktioniert es ganz gut. Im Bunker selber habe ich das Gefühl, es ist viel zu verschwommen dadurch. Aber wir dürfen uns halt nicht aufhalten lassen, sonst kriegen wir die Mission ja nie erledigt, ne? Allzu viele Munition konnte ich nicht einsammeln jetzt offscreen, wie ich es vorgehabt habe. Ich habe ja ein Rechnerproblem gehabt vor ein paar Tagen. Also aus eurer Sicht vor ein paar Tagen. Aus meiner Sicht ist es heute die erste garantierte Aufnahme seit dem Rechner-Crash. Rechner-Crash. Genau, also Hotfix kam wie gesagt noch keiner. Was wir aber jetzt machen sollten, ist vielleicht uns einmal ganz kurz ein Päckle gönnen. Gönn dir ein Päckchen, mein kleiner Alterle. Ja, den Tank, den machen wir jetzt nicht unbedingt aufschrecken da oben. Ansonsten gehen wir jetzt gleich mal erstmal in die Sicherheit des Bunkers. Was war denn das? Was ist denn passiert? Und schon ein bisschen Nachtlicht wieder aus. Wahnsinnsgeschichten spielen sich hier zum Teil ab, du, ich sag's dir. Das Rollfeld ist nicht vergessen, Leute. Nur weil wir da heute nicht gleich nochmal hinmarschieren. Das Rollfeld wird noch einen Besuch von uns kriegen. Ich will nur mal gucken, ist es ein Harvester oder ein Tank? Ob wir da jetzt außen rumgeschlichen kriegen, ist natürlich fraglich. Was denn eigentlich das da unten? Waren wir da schon? Siehst du, ich muss nämlich echt mal gucken, Leute. Das Eckle da unten werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Ich nehme an, dass wir da Loot kriegen. Es könnte wieder ein Fährenlager sein da unten, ne? Oh. Ich glaube, die spielen gerade Rommel oder so. Ich bin mal gespannt. Wenn es jetzt nicht gerade zwei wären, ne? Würde ich ja mit meiner Schrotflinte kurz ums Eck gucken, mal. Ziehst dir mal rein, die zwei, ne? Als ob sie Päusle machen gerade. Vom Menschen killen. So, jetzt haben wir auch schon unser Zeichen, wo wir hin müssen. Alles klärle. Die Stromversorgung im Bunker Minken ist da. Aber irgendwas müssen wir da noch lösen, blockadetechnisch. Stehen sie hier mitten im Gelände und warten auf uns, ne? Jetzt pass auf, dann kann ich den Wegpunkt entfernen. Ne, ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. Rennen wir mal ein paar Meter. Okay, gleich wieder runter. Nicht zu lange. Was habe ich denn auf der 2 für eine Waffe? Ey, wir haben halt fast kein Muni mehr, ne? Ah, egal, wir sammeln ja wieder welche. So, meine Lieben. Hier, Beute ist einiges noch drin. Missionen, eine offene. Die müssen wir natürlich jetzt noch erledigen. Ja, ist eh gerade Nacht, ne? Können wir wenigstens im Bunker ein bisschen rumschleichen. Paar Zecken töten. So, ich renne mal wieder ein paar Meter. Vor uns kommt jetzt gleich einer. Rennen trotzdem mal, bis orange wird. Jetzt, die sind unter uns, ne? Und da war ich tatsächlich ja drin, nach dem Patch. Und da gab es diesen einen Raum, wo eben ganz viele von diesen Läufern gespawnt sind. Die waren plötzlich ständig da. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es heute sein wird. Jetzt wird es aber nicht gerade hell, oder? Alterle. So, ich muss ein bisschen auf dich aufpassen. Da geht es nämlich gleich irgendwo ziemlich böse bergab, schätze ich mal. So, ich muss irgendwo gucken, wo war denn der Eingang von dem. Hier, da sind wir doch schon mal ganz gut. Kommst du hier runter, mein Freund? Langsam, mach dir nicht weh. Stimmt, hier waren wir, hier sind wir das letzte Mal auch rein. Ich gehe jetzt kurz mit euch in den Bunker und von dort aus schauen wir dann, wie es weitergeht. Oh oh. Ich muss jetzt hier runterhüpfen, aber das wird uns wehtun. Alter, das tut mir jetzt schon leid. Ich hoffe, ich töte dich nicht. Nö, geht. Überschaubarer Schaden genommen, der Gute. So. Sesam, scanne mich und öffne dich! Hoppla. Das war wieder so ein selbstauslösender Schuss, Leute, für den kann ich nichts. Scheiße, ich bin so erschrocken. Das ist immer das, ne? So, jetzt pass auf. Wieso ist denn hier so dunkel? Warum ist denn hier so dunkel? Ich hab das Licht schon zugeschalten. Okay, pass auf, wir gehen ins Logfile. Wir gucken uns nochmal ganz kurz an, wo ich stehe. Finde heraus, was im Hangar Energie abzapft. Da gab es einen Hangar tatsächlich hier drin. Und da gucken wir jetzt, was da Energie abzapft. Ich weiß natürlich nicht, ob die nachgespawnt sind. Seit dem Patch weiß man es halt nie so genau, was hier so.
Hier ist auf jeden Fall der erste Feind. Und zwar ziemlich genau hier um die Ecke. Und da könnte schon der erste Hund sein. Siehst du? Wie der jetzt da angeschnalzt kam, ne? Da ist noch einer. Da sind noch mehr Hunde. Siehst du, das meine ich jetzt. Du siehst halt mit der Taschenlampe echt nicht mehr so toll. Ne, die kannst du drin lassen. Jetzt hast du ihn schon gepullt, den Kuchen. Oh Gott. Gut, er war auch nicht viel besser. Der war zielsicherer als wir, ne? So. Da dürfte noch einer sein. Das hört sich nach einer Zecke an. Ich gucke jetzt trotzdem mal. Ne. Und da ist aber das Zeichen, also muss ich wohl entweder hier rein. Ja. Abgesperrt. Guck mal. Trifft er mich? Nee, ne? Langsam. Gott, ich erschrecke immer vor denen. So. Nachladen, heilen und weiter geht's. Ich liebe ja die Bunker in dem Spiel, ne? So. Kurzen Augenblick, bitte, kurzen Augenblick. Der Euterle versorgt seine Wunden. So, gehen wir kurz ins Inventar. Ich muss ganz kurz gucken. Hier liegen jetzt die 5 einfachen drauf. Hier sind die Standard. Hat es das jetzt nachgezogen? Irgendwas ist anders. Hier, das ist... Warte mal, warte mal. Ist okay. Die kannst du ablegen. Und ich glaube, die blaue haben wir hier. Wir haben auch fast keine Handgun-Munition mehr. Ne? Ist auch ein Witz. So, Alter, le Bücken. So. Da ist doch noch ein rotes Licht, ne? Kurzer Moment. Ah, und die hopft dann gleich von 300 Meter. So. So sparen wir auf jeden Fall Munition. Das Problem ist, ich habe jetzt keine mehr fürs Automatgewehr, ne? Ne. Doch, die da haben wir. Welche sind das? Panzerbrechende. Und die hier? Auch wir sind mit Standard unterwegs und die Panzerbrechenden haben wir uns aufgehoben. Da freue ich mich aber. Da muss ich runter. Ich gucke trotzdem rein. Das ist die Militärvariante. Scheiße, Alter. Da keine gescheite Kugel dabei. Was ist mit denen los? Das ist ein bisschen eng für dich, ne, Kollege? Ist ein bisschen eng für dich. Endlich haben wir auch mal einen Vorteil. Siehst du, du siehst halt durch den Rauch jetzt echt nichts mehr. Der war vorher, glaube ich, nicht so. Gut, vorher waren die Maschinen auch nicht so hier drin. Scheiße, Muni alle. Lumlilum. Lum. Ja, schieß mal noch in den Rücken. Schieß mal noch in den Rücken, du Bastard, ehrlich. So, Alterle. Der ist ja nicht hochgekommen, oder der? Ich hasse euch, aber sowas. Hab ich's erwischt? Es hat eine Spannung gekriegt, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich bin mir überzeugt, letztes Mal hatte ich ja überlegt, dass das Rollfeld das Problem ist, ne? Dass ich ein Gebiet übersprungen habe und so, aber Leute, das ist trotz allem schwerer.
als ich das in Erinnerung habe. Ich habe das Gefühl, die haben ein bisschen angezogen. Was aber nicht zwingend verkehrt ist. So, wir machen wieder Halbautomatik. Wir laden nach. Jetzt müssen wir noch den Robo wegmachen und dann geht es unten weiter. Ich bin tierisch gespannt. War ich eigentlich hier drin? War die allein? Die war nicht allein, oder? Eine Zecke kommt selten allein. Loot! Hallo Loot. Immer erstmal alles mitnehmen, das schmeiße ich dann später raus. Aus Kampf geflohen. Ja, ich komme gleich nochmal wieder zu... Ach, guck an. Eine Funkaufzeichnung erwähnt einen geheimnisvollen, verschollenen Konvoi. Ein paar Tage vor dem Angriff fing ein Funker ein verschlüsseltes Signal ab. Ein unbekannter Sprecher wollte unbedingt einen verschollenen Konvoi finden, der eine geheime Fracht transportierte. Die Armee konnte lediglich bestätigen, dass die letzten bekannten Positionen der Fracht an der Kreuzung von Östervigsleden und Esövegen. Ich glaube, wir hören es uns lieber auf Schwedisch an, oder? Kreuzung Östervigsleden, Esövegeden in der Gegend von Severideden. Jo, geheime Fracht, ja mei, vielleicht findet man ja die. Kreuzung. Ich glaube, am besten wäre es Östervigeden. Das Problem ist halt einfach, ne? Müssen wir halt mal gucken. Vielleicht findet man das Teil, ja? Jedenfalls finde heraus, was im Hangar Energie abzapft. Ja, ich bin ja dabei. Bin nur dabei. Lass mir doch ein bisschen Zeit. Ein alter Mann ist ja kein D-Zug. Oh, da ist auch nochmal Loot. Den habe ich vergessen. Nehmen wir alles mit. Mobile Spawnstation, habe ich gelesen. Ich nehme mal ein Funkgerät mit, dass wir zumindest wirklich, wenn wir unterwegs sind, wenn die Energiespritzen irgendwann mal ausgehen, ne? Also diese Wiederbelebungsspritzen, die jetzt so selten geworden sind, scheinbar. Okay. Wir wissen, dass da unten noch ein Kollege von uns ist. Also nicht von uns, sondern von dem da. Was steht? Naja, ist gut, ist gut, ist gut. Wo ist denn der jetzt? Ich weiß, dass es jetzt nicht ganz fair ist, aber weißt du was? Ich habe mich gerade aufgeheilt gehabt. Ich habe mich gerade komplett geheilt gehabt. Wie viel Schaden die machen? Ich muss gucken, dass ich mich umziehe. Nächste Runde. Dass ich uns ein bisschen was gegen Projektile oder sowas anziehe, ne? Da stehen die nächsten Robos schon da unten. Hinterm Rauch erst gar nichts sehen. Weißt du was? Das ist echt übel geworden, oder? Wo habe ich denn das jetzt draufgelegt? Auf die 7. Ist klar. Ölgranate, ja, von mir aus, ja, war auch schon kein Problem. Nimm doch. Meine erste Granate übrigens an der Stelle. Kurzer Hinweis, ne? So, hauen wir uns die 7 hier drauf, gehen nochmal auf die 5. Ein Aufheiler. Und dann machen wir das einfach Chuck Norris-mäßig wieder. Bin ich erschrocken. Ich erschreck so sehr von denen, so sehr. Alter, da stehst du bitte auf. Dann haben sie nur Schrott dabei, die Säcke. Ja, du musst gar nicht so weit an die ran mit den Dingern hier. Ja, ja, lad nach, Digga. Alter Schwede. Aber du bist halt voll drin in dem Game. Also da ist schon Spannung halt auch drin, ne? Guck mal, nur die Zeug, die Sachen, die wir nicht brauchen, ne? Die haben nichts rechts dabei. Und guck mal, 3 Maschinen auf so einem engen Raum, bitte. Warum sind das so viele?
So, denk aber dran, das sind bestimmt noch Zecken. Hallo? Ich traue hier nichts. Erstmal sichern, oder? Okay, hier ist soweit alles okay. Die Türen machen wir später. Werden wir wahrscheinlich noch eine Runde dranhängen hier drin. Krankenbetten. Okay, hier ist dann auch nochmal zum Durchschnüffeln. Ansonsten ist das Ding hier clear, ne? Also, dann schauen wir erstmal. Gibt es hier zufällig Licht? Nicht, dass ich es mal wieder übersehen habe. Sieht gar nicht so aus, als wären Lampen installiert, ne? Okay, dann machen wir es halt so. Ist eine Attrappe, ne? Finde den Feldzugplan und interagiere damit. War ich so nah dran jetzt wieder? Auf einmal haben wir Licht, Leute. Weil es blockiert hat hier das Stück, ne? Jetzt wissen wir es. Gut, die Feldzugspläne, die suchen wir jetzt. Die finden wir jetzt auch noch. Wow. Naja, das sollte man immer wieder mal so ein Bunker-Quest mitmachen. Die macht halt so Laune. So, hier ist jetzt alles safe soweit. Die Feldzugspläne. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade voll den Alarm ausgelöst. Hier ist sonst nichts lootmäßig. Das ist ein Niereschal. Die brauchst du nicht. Blut, hast du gesehen? Leute, das erste Lebenszeichen der Schweden mal wieder seit langem. Blut. Finde die Feldzugspläne. Offensichtlich sind die oben, aber wir gucken hier mal kurz rum, ob wir noch was finden, was Gescheites. Okay, hier ist. Hier ist soweit nichts. Nimm mal mit. Ich muss später aussortieren vor der nächsten Runde. Muni raus, die man nicht brauchen. Muni rein, die wir brauchen. Da oben ab und zu mal absuchen, ne? Da hängt auch ein Rucksack, den hätte ich übersehen fast. Leer. Hätte ich ruhig übersehen können. Hätte uns keinen Schaden zugefügt. Gibt es hier irgendwas für uns? Eine Mission oder so? Nee. Da, Kiste. Nehme ich alles mit. Sieht ganz gut aus. Brauchbar. Gut, Leute, weiter geht's. Ein bisschen rumsuchen tun wir schon, oder? Ja, guck mal her, dann lasse ich jetzt hier. Da gehen wir gleich durch. Da hinten machen wir noch ganz kurz die blauen Türen. Über uns ist was Großes, hört das? Funkgerät brauchen wir jetzt nicht so viele. Dann nehme ich die Sachen hier mit. Ich nehme nur mal eins, ne? Weil ich habe ja noch von den Wiederbelebungsdingern. Der ist über uns. Aber wir sind im Bunker doch sicher, oder? Kracht er durch oder nicht? Wir werden es erleben. Hier ist nichts. Das Problem wird halt sein, wenn der jetzt Aggro zieht, weißt du nie, wie er reagiert, der Junge, ne? So, lass mich mal ganz kurz rein. Soweit ist klar. Die ist klar. Als ob er vor uns steht. Als ob er vor uns steht. Wahnsinn, gell? So, da hinten schauen wir jetzt dann auch noch rein kurz. Hey, wir haben schon wieder von dem haben wir, das verstehe ich nicht. Standard. Dann heben wir uns die paar Panzerbrechenden auf, die wir jetzt hier noch haben. So. Wir müssen hoch, ne? Vom Zeichen her.
Rucksäckle. Explosionswiderstand. Naja, dann muss ich mal demnächst gucken, dass ich uns ein bisschen anpasse wieder. So, jetzt müssen wir hoch. Wir gehen vorne durch die rote Tür. Zeit haben wir noch. Wir bleiben noch ein bisschen dran. Das habe ich ausgeräuchert. Gut. Sind wir mal gespannt, was da jetzt wieder wartet. Nee, stopp, andere Seite. Ich dachte gerade, sind sie schon wieder reingekommen. So, Leute. Da geht es jetzt aber eher runter wie hoch, ne? Vielleicht hätte ich die... War nicht eine rote Tür, die verschlossen war? Warte mal, geschwind, bevor wir uns jetzt was Neues antun. Komm mal kurz mit. Ah, der sucht uns da oben, aber der wird uns so nicht finden. So, pass auf. Kurz hier. Hier geht's ganz hoch. Hier war sie nicht. Die da. Ja. Ich will trotzdem unten reingucken, ne? Was haben wir? Gaswiderstand und Rauch. Die Rauchgranaten, die habe ich bis jetzt auch noch nicht benutzt. Ich habe aber welche dabei, ne? So. Das war nix. Hier ist auch nix. Bin gerade ein bisschen... Ich dachte jetzt hier, dass wir hier das finden, was ich brauche. Das muss da sein. Jetzt ist die Frage, muss ich von unten vielleicht hinten wiederum irgendwo hoch? Lass mal gucken, vielleicht finden wir ja... Okay, jetzt sind wir scheinbar auf dem richtigen Pfad. Okay. So schön aufregend, Leute. Geile Geschichte. Keine Zecke. Kein Loot. Umsonst, sagte Knut. Der Bunker ist schon cool jetzt. Jetzt sind wir in der Kommandozentrale endlich. Sind wir wieder einen Schritt weiter, ne? Vernagelt die Kanonen verfolgen. Verfolgung beenden. Das Mädchen, das Wolf brüllte. Annehmen. Okay, wir gehen mal ins Logfile. Finde die Festung Torsberga. Begib dich ins Dorf Caleby. Und die Minkengeschichte haben wir erledigt. Sehr schön. Callumby. Hier, Leute. Da gehen wir als nächstes hin. Hier haben wir jetzt einen Unterschlupf freigeschalten. Sehr, sehr coole Geschichte. Callumby. Finde heraus, ob es im Haus von Veronika Nielsen Antworten auf die Frage gibt, was vorgefallen ist. Callumby ist unser nächstes Ziel. Ich würde sagen, da machen wir uns in der nächsten Runde auf den Weg. Jetzt gönnen wir uns noch zum Abschluss kurz den Weg ganz nach unten. Und nächstes Mal starten wir von hier aus nach Callumby. Hier mal alles durchgesucht, ne? Komm mal her, dann machen wir das eben. Ich glaube, hier war mal auch drin, oder? Ja, ich glaube, hier unten war das mit der Stromversorgung. Ich will da hinten nochmal ganz kurz runterlinsen. Passt mal auf. War das hier? Das war dann die Tür, ist klar. Dann sind wir eins weiter runtergegangen. So. Ja, 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 da sind wir hier durch. Das war soweit klar. Und da hinten... Es müsste nämlich fast so sein, dass wir da hinten rauskommen nochmal irgendwo, oder? Und bevor wir es jetzt offen lassen und nicht nachschauen, wäre ja blöd. Ich nehme an, dass hier noch ein Eingang ist.
Und von dort aus starten wir dann nach Kelebi. Guck mal, wie wenig Loot wir eigentlich rausgeholt haben von dem, was da sein soll, ne? Ich eine Zecke gehört? Ne, hier ist nochmal eine Tür. Ja, hier geht's raus. Das habe ich mal gedacht. Karsberg lassen wir jetzt dann weg. Wir gehen direkt rüber nach Kelebi. Leute, dann beenden wir die Runde hier an dieser Stelle und gehen das nächste Mal gemeinsam dann los von hier aus zu dieser Stadt und kümmern uns mal um diese Nebenmission. Ich nehme an, das war eine Nebenmission, oder? Pass auf. Das Mädchen, das Wolf brüllte, verfolgen wir jetzt die Quest. Begibt Gesamtverteidigung. Suche den Bauernhof. Ah, ne, ist was anderes. Festung Thorsberger. Feinde mal wichtig, finde heraus und durchqueren. Was ist, wenn ich hier draufklicke? Botschaft. Muss ich auch nochmal durchlesen. Verteidigungsministerium. Alles klar. Also für mich ist ganz klar, ich will auf jeden Fall sowieso in die Stadt. Und da werden wir dann die Quest halt natürlich dann versuchen abzuschließen. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Nebenan nach der Quest wird es auch wieder hell. Und dann gehen wir mal Richtung Rollfeld und schauen uns das Ganze bei hellem an. Ne? Bis dann, meine Lieben.